Spatenstich in Mündersbach. Der Schweißtechnikhersteller EWM AG errichtet an seinem Hauptsitz in Mündersbach ein neues Verwaltungsgebäude und eine weitere Produktions- und Logistikhalle. Zum ersten Spatenstich begrüßte EWM zahlreiche Gratulanten. Daniela Schmidt, die rheinland-pfälzische Staatssekretärin des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft, betonte, wie wichtig es sei, dass das Unternehmen als einer der Technologieführer in der Schweißtechnik auch langfristig zu seinem Gründungsstandort im Westerwald stehe und damit zahlreiche Arbeitsplätze für die Menschen in der Region sichere. EWM ist ein ganz starkes Unternehmen und wir sind stolz drauf, solche Unternehmen in Rheinland-Pfalz zu haben, weil sie auch eine gewisse Magnetfunktion haben. Wir brauchen diese Vorbilder, die auch sehr attraktiv sind für Fachkräfte, die junge Menschen auch in die Region locken, weil einfach die Jobs so interessant und so gut sind, dass wir deswegen eine gewisse Magnetfunktion haben. Und deswegen sind wir stolz auf diese Unternehmen. Auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern entsteht ein moderner, viergeschossiger Bürokomplex für 80 Mitarbeiter. Darüber hinaus beginnt EWM mit dem Bau einer weiteren 3000 Quadratmeter großen Produktions- und Logistikhalle. Insgesamt investiert das Unternehmen allein am Heimatstandort 8 Millionen Euro. Im neuen Bürogebäude bündelt die EWM AG die gesamte Verwaltung unter einem Dach. Zusätzlich werden mit der neuen Produktions- und Logistikhalle weitere Kapazitäten geschaffen, um die Nachfrage nach hochmoderner Schweißtechnik auch langfristig zu erfüllen. Die EWM hat Geschichte geschrieben, vom Nischenanbieter hin zum Weltmarktführer. Die Produkte sind in der ganzen Welt bekannt. Und das macht natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz, an diesen innovativen Entwicklungen mitarbeiten zu dürfen, Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu können. Und von daher sind wir sehr dankbar, was hier Großes geleistet wird. Sind die Mitarbeiter von EWM derzeit noch auf verschiedenen Standorten in Mündersbach verteilt, arbeiten sie nach dem Bezug der neuen Räumlichkeiten wieder zentral an einem Ort. Damit werden in den bestehenden EWM-Werken zusätzliche Flächen frei, die für die Fertigung der hochmodernen Schweißtechnik genutzt werden können.